Idee zur Eventwoche. Das Gute an so einem Autorenteam ist ja eigentlich, dass man nicht genau sagen kann, wie, wer, wann, welche Idee hatte. Aber die Initialzündung kam von unserem Produzenten Guido Reinhardt, der die Grundidee geliefert hat, in welche Genre-Richtung die Eventwoche gehen soll. Also, dass es so eine Spannungsgeschichte werden soll. Wir hatten ja schon das eine Event mit Rolf. Und jetzt war so ein bisschen die Herausforderung, einerseits war ja klar, Rolf ist sehr beliebt bei den Zuschauern. Macht man das nochmal, holt man ihn wieder? Oder Alternative, man spielt so ein bisschen mit der Erwartung. Und das haben wir gemacht. Wir täuschen an, dass Rolf kommt und dann kommt jemand anders. Ich glaube, viele Fans haben damit gerechnet, dass wir mal wieder Rolf aus der Kiste zaubern, der ja letztes Mal unfassbar dramatisch gestorben ist. Und ich bin sehr beeindruckt, dass wir jetzt diesen kleinen Plot-Twist haben, dass sich jetzt nicht Rolf von den Toten zurückmeldet, sondern Fiona. Ich glaube, damit haben viele unserer Zuschauer nicht gerechnet und das macht es sehr spannend. Ja. Ist schon so, dass ich dachte, schön, Herausforderung, und ich habe mich auch darüber gefreut, dass die Produktion mir das zutraut und gesagt hat, übernimm du doch mal den Blog. Von daher war das schon von vornherein eigentlich eine Sache, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. Gerade mit dem hohen Außendrehanteil, dem Dreh auf der Burg, mit neuen Leuten, mit viel Action und Stunt und so weiter. Das ist ja was, was bei unter uns jetzt nicht jeden Tag vorkommt. Und so Außendrehs on Location ist schon immer sehr spannend und findet bei uns ja leider nicht ganz so häufig statt. Von daher war ich da schon happy irgendwie, dass man was anderes drehen konnte an einem neuen Motiv. Die 4 Tage waren wir ja dann da auch im Hotel vor Ort, also es hat dann auch immer so ein bisschen diesen Klassenfahrtcharakter. Das war schon schön und spannend auf jeden Fall, ja. Im Mai kam die Idee und zusammengesetzt, um das Ganze durchzuplotten, also die Szenen zu bauen in unserer Storyabteilung, die dann nachher ins Drehbuch gehen, wo dann der Dialog gemacht wird. Wir haben uns im Anfang Septemberwoche haben uns alle zusammengesetzt, ja, zu 6, 7 Leuten unserer Autorenabteilung eben, und dann haben wir eine Woche lang eben diesen Block Eventwoche geplottet. Am Ende geht es danach eine Woche, werden die schriftlichen Sachen alles noch mal ein bisschen schick gemacht, aufgefrischt, sonstiges. Ja. Und dann geht alles danach nach der Abnahme mit RTL. Dann geht's zu euch, dann werden die Drehbücher geschrieben und dann... Dann geht's in Dreh, 6 Wochen später oder so. Ne? Ja, so ungefähr, ne? Genau. Während des Vorblocks quasi, wo ich noch in Arbeiten steckte, ging dann da schon einiges an Vorbereitungsphasen los. Wir mussten uns das Set anschauen gehen, und gerade das neue Set ist halt der größte Unterschied dann zu dem ganzen normalen. Die Drehbuchautoren schreiben ja im Normalfall Geschichten zu Sets, die sie kennen, und in dem Fall ist es halt einfach so, dass das Buch geschrieben wurde, ohne dass es ein Set gab. Heißt also, wir sind hingefahren, haben uns Dinge angeguckt auf der Burg und mussten dann im Nachhinein auch nochmal schauen, was vom Buch passt jetzt zu dem Set und was in dem Set ist vor Ort, was wir noch ins Buch übernehmen müssen, damit die Geschichte, wie sie geschrieben ist, funktioniert. Im Set Hauptraum gab es halt viele Fenster jetzt in dem Fall, was natürlich immer eine Fluchtmöglichkeit für alle Rollen bedeuten würde. Also mussten wir uns Gedanken darüber machen, wie wir erklären können, dass die nicht aus den Fenstern flüchten können. Solche Geschichten sind es halt. Also wir hatten eine Motivbesichtigung vor Ort auf der Burg und da guckt man sich dann die Gegebenheiten erstmal an. Dann gibt es natürlich viele Gespräche mit der Producerabteilung, Regie und so weiter und so fort, wo es jetzt genau gedreht wird und wie wir es genau auflösen. Dann irgendwann einigt man sich auf einen gemeinsamen Nenner und dann fängt man halt an zu entwerfen und dann kommt man irgendwann bei sowas raus. Genau. Ja, also die Entwurfszeit hat so 2 Wochen gedauert, sag ich mal, ne, bis man dann alle Ausstattungsgegenstände zusammen hat. Da hapert es ja auch ein bisschen dran. Das ist jetzt zum Teil geliehen, zum Teil aus unserem Fundes. Und der Umbau selber hat dann eine Woche gedauert, glaube ich. Die Burg stand schon als Motiv
fest. Also der Drehort an sich, das Gelände war relativ groß. Allerdings war dann da die Auswahlmöglichkeit auch relativ begrenzt. Wir waren halt da, haben uns ein paar Räume angeschaut. Es gab mehrere. Allerdings war dann das Ende vom Lied, dass es von, keine Ahnung, 8 oder vielleicht 10 möglichen Räumen letztendlich nur 2 Räume gab, die dann überhaupt für uns praktisch drehbar waren. Und somit hatte ich dann eigentlich nur noch die Auswahl von 2 Räumen und wir brauchten 2 Räume, also konnte man sich nur überlegen, welches Raum A und welcher Raum B wird. Unser Motiv für die Eventwoche hat mir sehr gut gefallen. Es war absolut authentisch. Man muss sich im Prinzip vorstellen, es war ein Haus, in dem ein Ehepaar gelebt hat, auf sehr großem, feudalem Fuß. Und als die verstorben sind, hat man seitdem nichts mehr verändert. Und diese Patina, sage ich mal, die hat man überall gesehen, gespürt. Und das gibt natürlich dem Ganzen eine tolle Atmosphäre. Vor allem, ich sag das jetzt einfach mal, das Haus wurde einfach gefühlt so verlassen, wie es noch bewohnt wurde. Wir hatten dann einen Maskenraum und da war dann auch ein Nachttischschrank und da waren noch Cremes drin, Parfum drin. Da war noch alles genauso, wie die Person es offensichtlich verlassen hat. Also das fand ich schon irgendwie auf der einen Seite unheimlich, aber auch irgendwie interessant. Besonders gut hat mir gefallen, dass man die Betten, in denen die Leute gestorben sind, seitdem nicht mehr angefasst oder verändert hat. Bei der Motivbesichtigung, da guckt man sich die Gegebenheiten an und nimmt da so ein bisschen die Stimmung auf, was da so für eine Stimmung vor Ort herrscht. Und dann googelt man so ein bisschen im Internet. Ich kenne natürlich, ich bin schon lange bei Unter uns, ich kenne natürlich auch noch die Geschichte um Rolf und Fiona. Und dann wusste ich, dass es Fiona. Fiona wird quasi als Racheengel. Das habe ich dann so ein bisschen als Thema genommen und dann guckt man natürlich auch so ein bisschen, was haben andere Ausstatter vielleicht schon gemacht. Fiona ist ja blond. Da hätte ich dann auch gern gehabt, dass sich das so schön absetzt, also sie sich ordentlich absetzt in der Kulisse. Deshalb ist das so ein dunkles Rot geworden. Dass es jetzt diese Burg wurde, damit hatten wir dann tatsächlich gar nichts mehr zu tun. Da muss man einfach, und das ist ja genau das, was dann passiert, da muss eine andere Abteilung einfach gucken, wo finden wir für diese Wünsche, die das Drehbuch hat, die beste Location, wo wir mit unseren Drehbedingungen das unter unseren Zeitabläufen möglichst gut bewerkstelligt kriegen. Ich denke, das Spezielle jetzt hier an dem Set ist, dass man halt so eine alte Kulisse hat, auf alt gemacht. Also wir sind ja jetzt hier im Westflügel der Burg, sag ich mal, in einem verlassenen Raum. Ja, und hier natürlich dieses technische Equipment zu integrieren, das war so ein bisschen die Schwierigkeit. Die Kulisse hier hat besonders viel Spaß gemacht, sag ich mal. Alle Kulissen machen Spaß, aber hier ist natürlich das Besondere, was man bei Unter uns nicht so oft hat, dass es jetzt hier nicht so um das spezielle Sofa geht oder dass man irgendwie ein spezielles, schönes Sofa kaufen muss, sondern hier geht es eher um eine Stimmung, die man verkauft, ne? Also um ein stimmungsvolles Set. Ich glaube, das ist ganz gut gelungen, deshalb finde ich es halt schade, dass es dann wegkommt, aber es ist für den Eventblock und ja, dann hat es schon eine Berichtigung, dass man da auch so viel Arbeit investiert, ne? Auch wenn es nur so wenig Bilder sind, die hier gedreht werden. Die sahen halt alle komplett anders aus als hier, wenn die normal drehen. Also es war eigentlich eher so vom Make-up-Look her was komplett anderes. Sie sahen halt nicht unbedingt zurechtgemacht aus, war eher so ein bisschen in die andere Richtung. Ja, das war eigentlich so das Besonderste daran, dass sie jetzt nicht so perfekt oder gut aussehen sollten. Mir fiel es am Anfang schon schwer, so nicht so perfekt zu schminken. Und selbst wenn man ja dann nicht schön schminken soll, ist man ja trotzdem irgendwie so ein bisschen perfektionistisch. Was ja auch nicht immer gut ist, weil wenn man schlecht geschminkt, also schlecht aussehen soll, dann sieht es halt nicht perfekt aus, ist einfach so. Aber mit der Zeit ging das an. Also eine besondere Herausforderung war es erstmal die Kälte. Es war teilweise echt richtig kalt und natürlich in der kurzen Zeit so dramatische Szenen irgendwie zu drehen. Das sieht im Fernsehen immer alles so leicht aus und man denkt sich, ach guck mal, ist doch schön geworden. Aber es steckt so viel Arbeit dahinter und ich
rede nicht nur davon, wenn es gedreht wird, sondern auch der ganze Prozess davor. Ne, man muss die Szenen schreiben, man muss sich Gedanken machen und es muss abgenommen werden und so weiter. Also es ist ein langer Weg, bis dann solche Szenen tatsächlich auch gedreht werden. Und ja, ich hoffe, dass sie den Leuten gefallen. Also im Studio kennen alle Leute jeden Winkel vom Set, wenn wir nicht gerade in einem neuen Set drehen. Jetzt war es so, dass einige Leute zum Drehbeginn zum ersten Mal am Set standen. Und das bedeutet natürlich, dass sich alle komplett neu orientieren müssen. Dann gab es zahlreiche Herausforderungen, was den Inhalt angeht. Also wir hatten zwei Stunts, die wir koordinieren müssten mit einem Stunt-Koordinator. Einmal mit der Larissa und dem Konstantin und dann nochmal mit dem Diego und der Larissa zusammen. Das ist auf jeden Fall was, was auch im normalen Unter-uns-Betrieb eher selten stattfindet. Dann haben wir die Burg abgefackelt, zumindest haben wir es so wirken lassen. Auch das war selbstverständlich eine Herausforderung, sowohl fürs Licht als auch für Requisite und Ausstattung. Wir haben einiges an Feuer halt übers Licht lösen können, dass es so wirkt, als ob. Und hatten dann für die Showdown-Geschichten draußen dann auch echte Flammen. Das Ganze ist dann auch zeitaufwendig, vorbereitungsaufwendig. Der Sicherheitsaspekt spielt eine große Rolle. Auch das Schießen mit einer Waffe ist hier nicht so ganz das Normale. Auch da gab es auf jeden Fall einiges zu beachten und es war auch recht aufregend. Sina durchlebt einiges. Erst denkt sie irgendwie, Bambi ist tot. Es sind ja super viele Informationen, die da auf einen einprasseln. Die Information, dass Rolf gar nicht in den Rhein gesprungen ist. Die Information, dass Fiona noch lebt. Die Information, dass sie jetzt gerade in einem Raum ist, aus dem sie nicht mehr rauskommt und jemand irgendwas von ihr will. Das ist ja auch schon irgendwie eine blöde Situation. Sie weiß überhaupt nicht, was mit der anderen Gruppe ist. Also, ja, ich glaube, dass da kann man sich gar nicht reinfühlen, wenn man das nicht selber irgendwie schon mal vielleicht ansatzweise erlebt hat. Also es ist manchmal gar nicht so einfach, da irgendwie zu agieren, weil man eben gar nicht weiß, wie man in so einer Situation vielleicht reagiert. Ringo trifft es mit am härtesten, denn Ringo erleidet eine Sepsis. Das bedeutet eine Blutvergiftung, die er sich zuzieht bei einem kleinen Unfall im Wald. Und das ist eigentlich nur ein kleiner Kratzer, der aber verheerende Auswirkungen hat, weil Ringo über die Zeit der Entführung immer mehr abbaut, immer mehr auch das Bewusstsein verliert, viele Dinge am Schluss gar nicht mehr richtig mitkriegt und eigentlich im Sterben liegt. Ich glaube, Sina hat alles richtig gemacht. Erstmal sich selbst anbieten und wenn gar nichts anderes geht, dann muss man eben die Person nehmen. Familie geht vor, Blut ist dicker als Wasser. Und dass die Wahl dann da auf David fiel, kann ich schon nachvollziehen. Ja, ich habe sehr viel herumgelegen, das stimmt. Aber das ist zwar auf der einen Seite ganz bequem, auf der anderen Seite ist es aber auch sehr herausfordernd. Denn man muss ja trotzdem an der Szene teilnehmen. Es werden ja trotzdem Blicke zu mir gespielt. Ich bin ja der Grund, warum die Leute auch immer nervöser werden, weil es mir immer schlechter geht. Der dritte Drehtag vor Ort war halt so unser Großkampftag, wo wir die Massenszenen eigentlich hauptsächlich gedreht haben. Da haben wir das Ankommen der großen Gruppe im Hauptraum gedreht und das Rauskommen von allen Leuten, nachdem die Burg dann brennt. Da auch mit vielen Leuten vor der Kamera und vielen Aktionen. Und das Ganze zusätzlich noch unter Corona-Bedingungen, das waren schon einige Herausforderungen. Also man muss an alles denken. Du musst wirklich vorher dir überlegen, jede Situation, die irgendwie da eintreten könnte, dafür musst du gerüstet sein. Und keine Ahnung, sei es nur das Pflaster, wenn sich jemand irgendwie schneidet oder verletzt oder sowas. Also so 1000 Kleinigkeiten, die du hier halt mal eben schnell noch besorgen kannst, musst du da halt eingepackt haben, sonst ist vorbei. Ja, vor allen Dingen sind es halt auch Sachen, wenn man hier oben arbeitet dann, und da fehlt irgendwas oder jemand sagt, ich brauche mal, keine Ahnung, Verband oder sowas. Ja, okay, da denkt man schon dran, aber dann rennt man einfach rüber in unser Lager und dann hat man das. Und da wird man jetzt im Normalfall nie dran denken, das jetzt einzupacken für eine Third Unit oder so, sage ich jetzt mal.
Es war dann schon so ein bisschen, wie Elisa gerade gesagt hat, man musste auf jede Kleinigkeit achten, alles mitnehmen, woran man halt sonst nicht denken würde. Auf jeden Fall waren wir alle drei am Set. Eigentlich ist ja hier auch immer eine Maske nur am Set. Da waren wir, wenn jetzt oben nichts zu tun war, waren wir dann alle zusammen am Set, weil da viele Leute teilweise auch einfach im Bild waren. Also ich muss sagen, mir hat es total Bock gemacht. Uns hat das allen Spaß gemacht. Ne? Eben, ja. Weil wir halt auch die Formatregeln brechen durften, in Anführungsstrichen. Ne? Und also Krimi ist natürlich was, was Spaß macht. Ne? Weil Spannung sieht man gerne. Und tatsächlich ist es für Autoren auch so, die schreibst du auch gerne. Ne? Du entwickelst gerne eine spannende Geschichte, bei der du selber denkst, wow, ist das eine coole Wendung. Ne? Im besten Fall, wenn in der Gruppe so eine Idee entsteht und man denkt, yes, sind wir genial. Ne? Also das schaukelt sich dann natürlich hoch. Ne? Und das war schon eine coole Woche. Das absolut. Ja. Ne, es macht ja auch Spaß, alles andere zu erzählen. Ne? Ansonsten würden wir es ja nicht erzählen. Ja. Aber was mir halt auch so Spaß macht, ist ja dann in diesen Momenten nicht zuletzt eben diese Spannende zu erzählen, sondern in diesem Spannungskontext eben auch diese Beziehung zu beleuchten, die wir halt kennen, die wir einfach ganz klar, ne, wir wissen, wie die Leute zueinander stehen, wie sie auf bestimmte Sachen reagieren und dann eben sie so dermaßen unter Druck zu setzen und damit eben dann nochmal auf einer ganz anderen Ebene die Beziehung zu beleuchten und wie sie zueinander stehen und wie sie ticken und funktionieren, das ist halt, es macht halt wahnsinnig Spaß. Naja, weil eigentlich erzählen wir ja Human Drama, also es geht immer um die Menschen bei uns und die in so eine Extremsituation geworfen, wie auf der Burg, da kann man nochmal Charakterzüge enthüllen, die man normalerweise am Frühstückstisch bei den Weigels vielleicht nicht sieht. Ne? Und das ist, wie gesagt, wie Nicole sagt, das meine macht meine Lieblingssituation, ne? Da wirklich diese Entscheidung vor die Sina gestellt wird. Ja. Ich liebe diese Situation, weil sie für sie wahnsinnig viel aufmacht und für alle anderen eben auch. Und dann sieht man eben auch, wie ticken die Leute, wenn dann die Entscheidung gefallen oder fallen muss, ja. Wen opfern wir? Oder wer für wen soll sich Sina entscheiden? Und da gibt es die, die sagen, nimm lieber mich. Und es gibt die, die sagen, nimm lieber den. Und das ist halt großartig, da einfach mal die Leute vor so eine Entscheidung zu stellen. Einer von euch wird heute sterben. Und Sina entscheidet, wer. Das kannst du nicht von uns verlangen. Das mache ich auch nicht. Gut, dann machen wir es einfach nach Alphabet. A, die Amelie Hirschberger. Das ist ein Kind, das kannst du nicht machen! Beruhig dich, Schnubbi. Amelie ist ja nicht hier. Also dann B wie Bambi. Insgesamt wird der Wunsch der gesamten Produktion von uns allen sein, dass so eine Eventwoche dazu beiträgt, ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und in dem Fall durch das Set dieser Burg, die schon recht gruselig gerade in der Nacht daherkam, durch den hohen Actionanteil, da passiert schon deutlich mehr als in der durchschnittlichen Unter-uns-Folge. Dadurch catchen wir doch den Zuschauer ein bisschen mehr vielleicht als im Normalfall, dadurch, dass einfach auf der gleichen Zeit deutlich mehr passiert, als das im Normalfall der Fall ist. Besonders ist die Eventwoche, weil wir mal ganz weit weg vom Studio gedreht haben und nicht mal in Köln. Es waren ganz neue Dekos, ganz neue Location. Es ist halt eine Ausnahmesituation. Es ist eine Geschichte, die nicht alle Tage vorkommt. Und man weiß, da wird Spannung erzeugt. Und da hoffe ich natürlich auch, dass die Leute alle fleißig einschalten. Was wir Spektakuläres auf der Burg gedreht haben und ob Ringo rechtzeitig aus den Flammen gerettet wird, das seht ihr Montag bis Freitag um 17.30 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. Viel Spaß!